Also wir sehen hier meinen überarbeiteten Kupplungskorb. Ich habe den bei John Sykes überarbeiten lassen. Ich habe den wohlbehalten wiederbekommen. Also was sind jetzt hier bei dem Korb die Unterschiede zum Originalen? Das erste, was auffällt, sind diese drei Schrauben. Die sind normalerweise nicht drin. Da haben wir nämlich Nieten. Die Schrauben wurden aufgebohrt, um das Zahnrad hier rauszubekommen und diese Platte, die wir hier haben, dieses Blech. Dann wurde hier aus dem Kupplungskorb in der Mitte was rausgedreht und hier dieser Messingring eingefügt, dass eben diese Lagerschale hier in der Mitte kein Spiel mehr zum Korb hat. Ansonsten ist der Kupplungskorb ja auch noch in einem guten Zustand, er hat jetzt nicht so viele Kilometer drauf. Trotzdem sieht man jetzt hier schon die ersten, da sieht man es in der Kamera. Hier sieht man leichte Verschleißerscheinungen. Da haben sich einfach schon die Kupplungsscheiben leicht in den Korb reingearbeitet, aber das ist jetzt noch nicht so wild, als dass das irgendwelche Probleme verursachen würde. Ansonsten bleibt noch zu sagen, ich habe meinen eigenen Korb zurückbekommen. Gut erhalten, ist glaube ich nichts kaputt gegangen, nichts abgebrochen beim Transport. So soll es eigentlich auch sein. Dann bauen wir den Spaß mal wieder ein. Ich habe beim letzten Mal, nachdem ich das Öl abgelassen habe, den Ölfilter noch dran gelassen. Den tausche ich jetzt mal noch schnell aus. So mit hier so einem hochqualitativen Teil, was sogar made in the USA ist. Oh, ist der fest. Boah. Jetzt kommt als nächstes der schöne originale Suzuki-Ölfilter wieder drauf. Wir schmieren die Dichtung hier wieder mit ein bisschen frischen, sauberen Öl ein, dass es schön dicht hält. Und dann kommt das Ganze drauf. Also was ich dann auf jeden Fall noch empfehlen würde als Vorarbeit ist, hier diese ganzen Dichtflächen sauber zu machen, weil da kommt dann eine neue Metalldichtung drauf und wenn man dann hier noch irgendwelche Schmutzpartikel von der alten Dichtung hat oder Rückstände von der alten Dichtung hat, dann wird es nicht mehr gescheit dicht. Das habe ich jetzt schon im Vorfeld gemacht. Wenn man diese Dichtungsreste abkratzt, sollte man aufpassen, dass das hier nicht unten alles in die Ölwanne reinfällt. Sonst ja, hat man halt den Dreck im Motor. Hier an das Rollenlager kann man auch gleich ein bisschen Motoröl dran machen. Also bevor wir den Kupplungskorb wieder einbauen können, müssen wir natürlich dieses kleinere Zahnrad, was die Ölpumpe antreibt, wieder am Kupplungskorb befestigen. Also man kann eigentlich gar nicht viel verkacken. Also wenn man das kleine Zahnrad hier wieder drauf macht, kommt als erstes dieser winzige Bolzen hier rein. Stecken wir da rein. Ja, so. Dann das Zahnrad. Man sieht, es ist nicht ganz symmetrisch. Also es hat auf der Seite so einen Steg, hier nicht. Oder zumindest keinen so hohen. Hier ist der Steg auf der Seite deutlich höher. Und der Steg kommt nach unten. So. Passt. Wenn man es falsch rum draufsetzt, dann merkt man es auch, dass diese Zahnräder schon hier dieses Blech berühren. So, jetzt kommen wieder unsere Sägeringzange zum Einsatz.
Also dieses kleine obere Zahnrad hier treibt die Ölpumpe an. Und auf der Ölpumpe hier sitzt wiederum dieses Zahnrad. Wenn man jetzt den Kupplungskorb draufsteckt, sollte man das vorsichtig machen, weil wenn man das mit Gewalt nach hinten drückt, dann kann es sein, dass das abbricht oder verbiegt. Also dann stecken wir es mal vorsichtig drauf. Also ich habe das eben jetzt den Kupplungskorb so weit drauf geschoben, wie es geht. Weiter geht's nicht. Jetzt sperrt allerdings noch nicht hinten dieses Zahnrad von der Ölpumpe, sondern das Zahnrad, was auf der Kurbelwelle drauf sitzt. Ich zeige das mal. Also wir sehen ja hier dieses sogenannte Scherenzahnrad. Also das hier ist das Hauptzahnrad. Dieses kleine, was da vorne drauf ist, das ist mit einer elastischen Verbindung verbunden und das minimiert einfach das Spiel. Also wie man sieht, das ist hier leicht versetzt und das soll das Spiel minimieren. Also wenn wir jetzt den Kupplungskorb draufschieben, dann kriegen wir den nur so weit drauf, bis das Zahnrad von dem Kupplungskorb auf dieses Hauptzahnrad von der Kurbelwelle kommt. Weiter geht's nicht. Was man jetzt eben machen muss, ist dieses kleinere Zahnrad ein bisschen zu verdrehen und dann kriegt man es ganz drauf geschoben. So. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Ölpumpe sperrt. Dann vorsichtig ein bisschen hin und her rütteln. So. Jetzt ist es drauf. Überhaupt kein Problem. Okay, der Kupplungskorb ist drauf. Jetzt kommt als nächstes diese Scheibe hier drauf. Diese Druckscheibe. Dann hier die Kupplungsmuffennarbe. Als nächstes kommen zwei Scheiben drauf. Das einmal hier diese, das ist eine normale Scheibe. Und dann haben wir hier noch eine konische Scheibe. Genau, und die Scheibe kommt unten hin und die konische Scheibe oben drüber. Und zwar so, dass es in der Mitte weiter absteht und außen liegt es auf. Das, genau. Das Ganze kommt dann so hier drauf. Und um die Kupplungsmuffennarbe hier festzuschrauben, haben wir eine neue Mutter. Die alte war ja verbogen, die hier ist neu. Die kommt da drauf. Um die festziehen zu können, braucht man wieder das Spezialwerkzeug. Das schaut so aus. Das ist das CT021. Okay, jetzt müssen wir die Mutter hier auf der Kupplungsnarbe mit dem Drehmomentschlüssel auf 150 Newtonmeter festziehen. Also wie man sieht, hat diese Welle mehrere Nuten. Und um die Mutter davor zu sichern, dass sie sich abdreht, tun wir jetzt hier ein bisschen draufhämmern und die Mutter ein bisschen verbiegen.
Also wir haben jetzt hier an dieser Stelle die Mutter ein bisschen verbogen, sodass die Mutter sie eben nicht mehr lösen kann. Ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Schärfentiefe. Als nächstes kommen auf diese Kupplungsmuffennarbe zwei Scheiben. Eine ganz normale und eine solche Federscheibe hier, die so wieder so ein bisschen konisch zulaufend ist. Wichtig ist jetzt allerdings die Reihenfolge, wie diese Scheiben reingesteckt werden. Also als erstes kommt die normale Scheibe, bei der ist es wurscht, wie rum sie drauf ist. Dann kommt diese konische Scheibe hier. Da muss man darauf achten, dass eben diese Seite innen liegt und diese hier außen. Also das heißt, wir haben jetzt hier diese Scheibe so und die kommt dann so auf die Kupplungsmuffennarbe drauf. Als nächstes sind die Antriebs- und Abtriebsscheiben einzusetzen. Die Antriebsscheiben sind diese hier mit diesen Reibbelägen und die Abtriebsscheiben sind diese aus Stahl. Da muss man jetzt wirklich drauf aufpassen, in welcher Reihenfolge die sind, weil von diesen Antriebsscheiben gibt es zwei verschiedene. Da sind die Innendurchmesser unterschiedlich. Und von diesen Abtriebsscheiben gibt es sogar vier verschiedene. Also da sollte man beim Aufbau wirklich darauf achten, dass man die Reihenfolge nicht vertauscht. Sonst muss man echt im Werkstatthandbuch nochmal nachschauen, weil da gibt es unterschiedliche Dicken und Innendurchmesser. Also ich habe jetzt hier mein ganzes Paket. Ich habe schlauerweise gleich zusammengelassen. Also das ist jetzt die letzte Antriebsscheibe. Wie man auch sieht, die letzte Abtriebsscheibe hat jetzt auch einen anderen Innendurchmesser. Also die liegt nicht auf dieser Kupplungsmuffennarbe auf. Und die letzte Scheibe, die wird nicht hier in diese Not eingehängt, wo die ganzen anderen Antriebsscheiben auch drin sitzen, sondern die wird so versetzt eingebaut. Also jetzt hier noch einmal eine Nahaufnahme. Alle Antriebsscheiben sitzen in dieser Nut, außer die allerletzte, die ist versetzt. Aber nur diese. Also es sind nicht zwei, sondern nur eine einzige, die bei mir hier auch sogar mit so einem gelben Punkt markiert war. Nur die sitzt in dieser eigenen Nut. Wenn man da die zwei Scheiben einhakt, dann funktioniert die Kupplung nicht mehr gescheit. Also wir haben jetzt hier die Kupplungsdruckscheibe. Ja, das sitzt zum einen hier so ein Bolzen. Dann ist da ein Rollenlager und da unten drunter nochmal eine Scheibe. Das kommt jetzt genau in der Reihenfolge hier in diese Kupplungsnarbe. Dann kommen als nächstes die Federn wieder drauf. Drei Stück. Dann die Schrauben mit diesem Blech hier. Jetzt geben wir da 10 Newtonmeter drauf. So, jetzt können wir gleich mal probieren, ob die Kupplung funktioniert. Ich ziehe mal den Hebel. Schaut gut aus. Jetzt nehmen wir als nächstes diese brandneue Metalldichtung und stecken die hier drauf. Wahrscheinlich hätte man die auch vorher drauf machen können. So, wir haben jetzt hier den Deckel der Kupplung. Man sollte, bevor man den festschraubt,
ein bisschen sauber machen, also die Dichtflächen hier ein bisschen reinigen von den Resten der alten Dichtung. Und außerdem hat man hier an der Stelle die Wasserpumpe. Und wie man sieht, ist es eben so ein Schlitz, das passt dann nur genau in eine Orientierung auf das Zahnrad hier hinten. Zwei längeren Schrauben kommen hier oben rein. Elf Newtonmeter. Jetzt ziehen wir alle Schrauben vom Kupplungsdeckel fest. So, hier haben wir das Gehäuse der Wasserpumpe. Hier haben wir einen neuen O-Ring eingebaut und den ein bisschen mit Öl eingeschmiert, dass es auch anständig dicht hält. Und das Ganze kommt jetzt einfach hier drauf. Auch hier wieder die 11 Newtonmeter. Aber im Werkstattbuch steht dieses Drehmoment nur für diese oberen Schrauben. Also nur für die hier oben und die da hinten. Die beiden hier nicht mit 11 Newtonmeter, die werden nur nach Gefühl festgezogen. So, jetzt fehlen nur noch die Kühlschläuche. Das ist einmal dieser dicke Schlauch für das Kühlmittel, der zum Radiator hingeht. Dann haben wir einmal hier einen bisschen dünneren, das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Ja, der geht leichtgängig drauf. Und dann ist dann hier, wo mein Finger ist, ist nochmal ein dünner Wasserschlauch. Okay, jetzt fehlen nur noch ein paar Details. Das eine ist die Ölablassschraube, die habe ich unten noch nicht wieder reingeschraubt. Da kommt ein Dichtungsring drauf, und zwar kein Kupferring, sondern das ist ein solcher Aluring. Der hat eine seltsame Form, aber beim Draufschrauben verbiegt er sich dann und dichtet das Ganze ab. Man sollte eigentlich keinen Kupferring nehmen, da sich Kupfer mit einer Aluölwanne nicht so gut verträgt, deswegen nimmt man das heutzutage eigentlich nicht mehr. Die Ölablassschraube hat 23 Newtonmeter. So, als nächstes kommt ein bisschen Öl nach eigenem Geschmack da rein. Ich nehme am liebsten Rotes. Das gibt einfach die meiste Leistung. So, jetzt haben wir schon fast alles geschafft. Jetzt müssen wir noch das Kühlmittel auffüllen. Das geschieht hier oben an dem Radiator, im Einfüllstutzen. Gott sei Dank habe ich zufälligerweise solche Kabelbinder da. Womit ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, ist, dass der Ausgleichsbehälter so idiotisch da unten drunter verbaut ist. Man kommt leider nicht an den Einfüllstutzen ran, das heißt, man muss den Tank abschrauben, um da ein bisschen was nachzufüllen. Braucht man so einen Wandler? Ja, klar, ein bisschen höher. So, also ich habe jetzt da unten nachgefüllt. Ich habe es jetzt mit einer Spritze gemacht. Da muss man den Tank nicht nochmal komplett abschrauben. Da vorne den Radiator zumachen, und ich lasse das Ganze jetzt mal an, um das zu entlüften.
Mal schauen, ob es anspringt. So, die Kiste ist sauber angesprungen. Oh je. So, jetzt schaut alles ganz gut aus. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen warm laufen, bis das Thermostat aufmacht und der große Kühlkreis offen ist. Genau. Also ein bisschen Rauch ist normal, das kommt einfach vom Öl, was verschüttet wurde und auf dem Krümmer jetzt verdampft. Okay, ich habe jetzt das Kühlwasser aufgefüllt. Ölstand passt auch. Ich habe den Motor auch schon ein bisschen laufen lassen und dadurch das Kühlsystem entlüftet. Jetzt geht es nur noch darum, die Verkleidung wieder zu montieren und den Sitz. Und dann mache ich mal eine kleine Probefahrt. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Jetzt fehlt noch die rechte Fußraste. Im Werkstatthandbuch steht, man sollte noch einen Tropfen Schraubensicherung drauf machen, wobei ursprünglich, glaube ich, keine drauf war. Naja, ich werde es jetzt mal machen und dann noch festschrauben. So, das war's auch schon wieder. Das Moped läuft wieder, alles ist wieder zusammengesetzt. Ich werde demnächst, wenn ich ein paar hundert Kilometer damit gefahren bin, von meinen Erfahrungen berichten. Ja, ansonsten denke ich, sind wir hier wieder für heute fertig. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!